Ich begrüße euch zu einer Folge Final Fantasy 9. Heute werden wir zuerst mal uns den letzten Frosch holen, der mir noch fehlt. Ich habe jetzt nämlich 98. Und mit 99 haben wir dann quasi schon ziemlich viele und bekommen die letzte Belohnung. Man kann dann noch weitere Frösche fangen. Das stärkt eine Attacke von Queena. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, wie die heißt. Ich habe auch keine Ahnung, ob ich die überhaupt habe, weil das ist eine Blaumagie. Und ja, genau. So, ich bin gespannt. So, komm mal her. Schade, das hat nicht geklappt. Da oben ist einer. Der kam gerade her. Schade. Dann, ach, das ist versperrt. Komm ich zu dir noch hin? Ah, hier. Nein, schade. Komm, komm, komm. Mann. Dieser Teil hier ist voll schwer teils. Und ich habe ihn sehr schön. Und da kommt der Meister Queena. Errungenschaft, Fallschalt, Froschkönig. Ich sehe, du bist fleißig, Queena. Der Zeit ist reif. Ich habe dich alles gelehrt, was ich lehren konnte. Ab jetzt musst du den Weg des Essens selbst beschreiten, Mampf. Meister Queel. Mampf. Aber bevor ich dich gehen lasse, noch eine letzte Prüfung, Mampf. Oh, wieder kämpfen? Es ist sogar ein Bosskampf. Wow. Okay. Ich habe mich jetzt aber, glaube ich, gar nicht gehalten. Also was? Das ist doof. Hoffentlich schaffe ich das. Hi, Meister Queel. So. Ja, du machst einfach mal... Oh, guck mal, du bist im Trance-Modus, sehr schön. Du rufst einfach mal Martin. Du... Errungenschaft, Feierschalt, Transpiration, alles klar. Du machst Wasser. Wasser wollte ich jetzt auf sich auch einsetzen. Okay, dann ist es wohl keine gute Idee. Mach mal ein Meteo hier. Und Aiko ist tot. Sehr, sehr, sehr schön. Konterzauber, nice, Willi. So, nein, nicht auf sie... Nicht auf sie dann, ich bin so dumm. Wie soll ich auf sie dann gemacht? Oh, er hat ihn geheilt. Vivi macht nie wieder Konterzauber. Dankeschön. Scheiße. Scheiße. Ups. Bam. So, wie viel Schaden macht das? Einiges. Gut. So, Blende. Kannst du bitte aufhören damit? Was ist das? Oh, dieser geblendet. Hör mal, Flair. Ja, das war natürlich klug von mir. Muss ich schon mal so sagen. Und da ist richtige Phönixfeder. Oh, Junge. So. Mach du mal einfach irgendeine Blaumagie. Hier, da machst du wenigstens ein bisschen Schaden. Was hat er. Ach, okay, Blende, alles klar, gut. Ach, mal Vikra auf alle. Und dann. Nein. Doch, Vikra und was weiß ich. Regina, das ist eine gute Idee. Oh, okay, nee, das haben schon die meisten eigentlich. Ja, keine Ahnung. Probier einfach mal. Was ist das hier? Oh, das ist sehr gut für sie dann. Hier, guck mal. Das ist sehr gut für sie dann. So. Da kommt dann das hier. Bams. Lieber Quäl. So, Flair. Vivi, fehlt noch ein Zauber, sehe ich gerade. Kannst du da nicht Wicht machen? Das ist natürlich... voll... toll. Das war Hammer nochmal. Nochmal, einfach die MP ein bisschen senken. Du greifst einfach mal an. So, jetzt ist der Angriff zwar gestiegen, aber... Er ist immer noch ein kleiner Wicht. Das ist eventuell ein Problem. Wo haben wir denn... Wo haben wir denn Wicht? Wo haben wir denn Wicht? Da ist Wicht. Einmal auf Sedan. Und dann... Einfach mal... Was ist Perseus nochmal? Nein. Rotes auf... Was weiß ich, Vivi. Konfus. Das ist eine gute Idee, Vivi. Das ist eine sehr gute Idee. Und er hat Schutz dagegen, okay. Hast du eigentlich... Macht der Konterzauber eigentlich, alles klar. Wie viele MP waren das gerade, bitte? Macht der... Oder zieht der Konterzauber eigentlich MP? Das wäre spannend zu wissen. Das habe ich nicht... Das wollte ich mal nachprüfen, aber ich habe immer vergessen nachzuprüfen. Okay, das war jetzt vielleicht nicht die klügste Idee, weil alle voll waren. Egal. Egal. Das passt so, denke ich mal.
Walze. Das ist vielleicht eine Technik, die Queen hat, wo ich fressen lernen könnte. Ich kann mir zumindest vorstellen. Fenrir. Eventuell sollte ich Fressen mal ausprobieren. Wenn er dann gleich noch lebt nach den Attacken der anderen hier. Ups, das habe ich mit Vivian. Egal. Ich wollte gerade sagen, hat Vivi Trunks, aber nein, das Blinken kommt durch. Nicht auf Vivi. Nein, das ist hier auf alle. Scheiße, jetzt wäre er geheilt. Aber das Blinken kommt dann durch Protest, meinte ich. So, fressen wir. Wir probieren es einfach mal. Vivi, hör auf damit. Nein, kein Konterzauber, das ist böse. Konterzauber ist sehr böse. Ach, Mann. So. Keul der Natur. Bams. Nur 800, okay. Das war jetzt nicht so stark. Bam, so. Du greifst an. Du machst nochmal ein Vikra auf alle, bitte. Nicht genießbar, schade. Ach so, der Teilzauber. Was weiß ich? Refleck auf. Refleck auf. Dina. So, Schwarzmagie. Das war vielleicht auch nicht so klug, weil dann könnte er das Wasser zurückwerfen. Stimmt. Ups, das habe ich nicht bedacht. Vielleicht Level 4 Sanctus. Das wäre eventuell ganz gut. Wer weiß, ob du Sanctus hast. So, Gift. Kannst du mir das Schaden machen? Er hat Schutz. Toll. Ist gerade irgendwie jeder vergiftet? Eventuell soll ich die Anti-Gift-Ability auch mal reinpacken. Was habe ich gerade getan? Wieso hat sich so viel geheilt? Ah, das war... Ich wollte auch auf alle machen. Ich habe es nur auf sie gemacht, oder? Ups. Das war nicht so klug, ehrlich gesagt. Aber was soll's. Aber was soll's. So, da kommt jetzt Flair. So, dann machen wir mal Vitra auf alle. So. Dass wir gegen den kämpfen müssen, habe ich überhaupt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Bringt denn der Elfie Sanctus irgendwas? Ich hoffe es einfach mal. Wenn nicht, wir könnten ja mit Aiko auch Sanctus machen. Wir haben ja die. Okay, er hat sogar Schaden gemacht. Sehr schön. Konfus. Ah, es war auf Quina. Reflex, sehr schön. Ja, du greifst an. Liebster oder liebste Quina, was auch immer. Okay, ich hätte es nur auf Vivi machen sollen eventuell. Ja, das wäre ganz klug gewesen. Vivi ist auch der Einzige, der kein Regener hat. Fällt mir gerade so auf. Habe ich ihm das noch nicht beigebracht, oder? Oder? Wieso hat er das nicht? Das ist gerade die Frage, die ich mir stelle. Nasshauch, was ist das denn? So, schwarz. Ne, Moment, der hat noch keine MP. So. Du greifst an. Nasshauch. Hat es gerade Schaden gemacht, oder? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Und nicht wieder Wasser, das heilt noch wieder, oder? Oh, verfehlt, sehr schön. So, Sedan greift an. Okay, wundervoll. Da ist der Äther auf Vivi hier. Das ist toll. Jetzt kommt von Vivi gleich der auf Aiko. Da ist er auch schon. Sehr gut. Dann macht Aiko einmal Sanctus, bitte. Quina schlägt auf Meister Quel ein. Oh, Gift, hör auf mit Gift. Das trifft doch eh nicht. Weil ich schon vergiftet bin. Oder ja, ich bin immer noch vergiftet. So, und das trifft auch nicht Vivi, weil er Schutz dagegen hat. Egal, dieser Konterzauber ist echt eine ziemlich gute Fähigkeit. Ich habe mir nicht drauf geachtet, ob das irgendwie MP abzieht, meine ich, nicht Schaden macht. Schaden macht's schon. Und Vivi ist auch gleich tot. Wow, 7000! Was zum Teufel? Wieso hat ein Level 4 Sanctus nicht so viel Schaden gemacht? Das frage ich mich gerade.
und hat er besiegt. Auf seinen Kopf gefallen ist. Okay, Meteor hat mehr Schaden gemacht als Flair. Wirklich jetzt? Ernsthaft, Spiel? Ernsthaft? Zauberneutrum, sehr schön. Wundervoll. Gash, bist du wirklich bereit, Queena? Nimm das, Mam. Die Gastrogabel. Ironische Feier schaltet die ultimative Gabel. Hab Dank, Meister Quill, Mampf. Ich werde nicht aufgeben, bevor ich alle Geheimnisse entdeckt habe, Mampf. Sehr schön. Dann erstmal will ich alle von der Blindheit befreien. So, wundervoll. Und dann legen wir Queena ihre Gastrogabel an. Okay, das ist so stark. Ich habe mir das stärker vorgestellt. So, du hast einen Regenerat-Ring. So, jetzt. Ich kann kurz gucken. Hast du. Hä? Moment. Hast du das schon? Ability, Vivi. Anlegen. Immer. Hast du schon? Wieso habe ich das nicht gegeben? Weil ich keine Dings mehr habe. Dann nehme ich das hier raus, weil das brauche ich eigentlich gar nicht. Das hier raus. Und dann fehlt mir noch ein Punkt. Toll. Toll! Ah ne, doch, erzähl ich, das ist ja ein 12 gewesen, aber nee, das passt, sehr schön. Sehr schön, okay, das ist doch toll. Das ist doch toll, gut, dann würde ich sagen, ich habe auch ein bisschen Geld gefarmt. Wir sehen uns gleich in Treno wieder, dann können wir den Rest von dem Zeug, oh Mann, von dem Zeug da in Auktionshaus uns holen. Also, bis gleich in Treno. Ich will nur noch alle Frösche fangen. Einfach, weil, auch wenn ich Queena nicht einsetzen werde, ich halt ihre Attacke voll stark haben möchte. Nein, komm her, Manu. Jetzt geht ja das ganze Bild, oder was? Komm her. Ja, okay, bis gleich. So, und da sind wir auch schon. Das Schöne ist, auf meinem To-Do-Zettel ist fast alles abgehakt. Wir haben nicht mehr so viel zu tun. Wir müssen noch rausfinden, wer der vierarmige Günther in Wahrheit ist. Und das machen wir durch die Chocobo-Jagd. Und die habe ich jetzt auch schon wieder ein bisschen weitergespielt. Genau, der gute Mene hat mir auch gesagt, ich habe alle Karten im Wald gefunden. Ja, was wollte ich gerade sagen? Ach ja, genau, jetzt muss ich halt in der Lagune und dort alle Karten holen. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt das hier in Treno. Und dann suchen wir diese eine Karte, die mir noch gefällt. Genau. Das fällt mir gerade ein. Das wertvolle Zeug hier. Wir haben das Kryphonherz ersteigert. Was ist das eigentlich? Von Beatrix, okay. Zu fürchten sind nicht etwa seine Krallen oder seine gewaltige Schnabel, sondern seine nie zugrunde gehende Seele. Ja. Ohne Spiegel. Der Körper stirbt, aber die Seele vergeht nicht. Eingriff der Schriften. Hat das Unai vielleicht mal gesagt? Ich weiß es nicht. Der Rattenschwanz. Räuberhäuptling Bark. Als ich den zum ersten Mal sah, hätte ich es mir doch beinahe zwischen die Zähne geschoben. Alles klar. So, und da habe ich noch ein Tafelbruchstück gefunden. Im Wald. Du, der du den Tod nicht fürchtest, bestätige seine Existenz. Auf der Inselkette von Salvage. Oder Salvage, was auch immer. Genau, so. Ich glaube, von den Dingern gibt es 6. 4 im Wald und 2 in der Lagune. Ich bin mir gerade nicht so sicher. So, wie viel Geld habe ich? 54.000, das sollte genug sein, hoffe ich mal, um jetzt hier den Stuff zu ersteigern. So, was ist das heutige Hauptobjekt? Fußkette, klar, Elfenohrring, klar, Spurring, klar, Haarband, klar. Okay, ich denke mal, ich lasse jetzt wieder alles hier ersteigern. Wir sehen uns gleich wieder, wenn der irgendwas von magischen Finger oder irgendwas Spannendem labert. Also bis gleich. So, hat er denn jetzt vielleicht was anderes mal im Angebot? So, Zauberumhang haben wir schon, Elfenohrring haben wir schon, Malerien-Schild haben wir schon, Och, please. Okay, ich habe gerade was rausgefunden. Man kann nämlich doch noch die ganzen Sachen verkaufen. Das wurde, also, es wurde gesagt, das geht angeblich auf CD4 nicht, habe ich zumindest gelesen, aber scheinbar geht das, doch noch. So, hier, man kann das jetzt hier verkaufen und hier sollte man nächst erste Angebot annehmen und dann das hier, so. Dafür bekomme ich jetzt ganz viel Gil.
Guck mal, jetzt haben wir 90.000. Das passt mir auch gerade ziemlich gut, weil wir zuerst aber das Haarband ersteigern müssen, dass der magische Finger auftaucht. So. Das Grüfernherz. Rattenschwanz verkaufen an die Rotmeier, damit die Treppe hochläuft. Okay, das heißt, der hier. Da müssen wir jetzt nochmal hier kurz draußen rein. Der läuft dann hier hoch, oder? Ich glaube schon. Genau der hier müsste sein. So, ja, das Küfernherz. So, da müssen wir das erste annehmen. Steht hier. Moment. Ja, genau. So. Und der müsste jetzt noch den Rattenschwanz wollen. Okay, Moment. Ja, wahrscheinlich muss man noch aus den Dings hier rein und wieder raus. So. Hallo, Herr Rotmagier. Willst du was haben, bitte? Ja, Rattenschwanz. Nein. Ja, danke schön. So, Grüfernherz, Logis-Artefakt in der Schmiede an den Gelehrten links. Wo ist denn hier eine Schmiede? Ist das hier eine Schmiede? Ich wusste halt echt nicht, dass hier eine Schmiede existiert in der Stadt. LOL. Ah, hier. Hallo? So, Logis-Artefakt, doch, was ist es? Nein. Hä? Okay. Dann, hier, nimm's halt. Was hast du so Schönes zum Schmieden? Hast du was Neues für mich? Wahrscheinlich eher nicht, aber kann das sein? Nein, das haben wir schon alles. Bis auf das hier. Aber das will ich nicht schmieden. Ich weiß nicht, ob wir die Mondspieler noch immer brauchen. Deswegen, nee. So. Ah, was mir auch einfällt. Guck mal, der Schurkenreifer wird wirklich für sie Damen. Und damit fehlt mir jetzt dann nur noch eine einzige Ability. Da habe ich alle für ihn. Aber ich will eh nicht alle Abilities haben. Was ist denn hier? Okay. Ah, guck mal hier. Da labern sie auch schon davon, von dem Haarband. Das müssen wir ersteigert haben, dass der magische Finger auftaucht. So. Also Moment. Ich will das mal durchlesen. Rattenschwanz habe ich verkauft. Grüfernherz habe ich verkauft. Logis-Artefakt habe ich verkauft. Ohne Spiegel habe ich verkauft. Habe ich noch irgendwas? Moment, die Items. Wertvolles. So. Nö, ich habe auch die Minis, ist aber egal. Den müssen wir nicht verkaufen. So. Und jetzt muss man das Haarband ersteigern. Okay. Also, Haarband. Zurück zum Dings. Das Haarband ist scheiße teuer. Ich hatte nämlich gerade schon mal geguckt, so probiert das zu ersteigern. So aus Spaß. Einfach, weil ich mir gedacht habe, okay, vielleicht braucht man das ja. Da habe ich nachgelesen, dann braucht es wirklich. Und die sind da bis auf irgendwas mit 69.000 schon hochgekommen. Das war nicht mal das Ende, glaube ich. So. Moment, das Haarband ist doch das letzte, oder? Der Rattenschwanz nochmal, alles klar. Mach mal durch, Artefakt. Ah, da ist er doch! Oh, gut, da muss ich nicht... Okay, sehr schön. Das finde ich gerade sehr interessant. Aber egal, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die hier um den magischen Finger kämpfen. Bis gleich. So, bei... Och, du Schande. Wie viel habe ich? Okay, 112.000. Das sollte wohl reichen, denke ich mal. Ja, ich biete jetzt einfach mal hier mit. Hoffentlich bekommen wir den irgendwie. Das wäre nämlich unglaublich toll. Ja... Dass ich da heute endlich eintauschen kann. Gut. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Dann haben wir doch wirklich fast alles hier auf der Zelle gemacht. Nur noch dieser Chocobo-Müll, da muss ich dann noch machen. Und dann haben wir alles. Was hier drauf steht. Auf meinem Zettel. Und dann können wir zum Finale. Das heißt, wir werden wahrscheinlich noch einen Part haben mit irgendwelchen Nebenquests. Und dann ist es... Finalzeit. Dann gehen wir zu Kucha. Und gucken mal, was da abgeht bei Kucha. So. Könnt ihr mal aufhören, so hoch zu bieten? Ich hätte vorher noch ein bisschen Geld. So selbst. Das wäre unglaublich toll. Auch wenn ich es für nichts mehr brauchen werde, wahrscheinlich. Aber egal. So. Leute, dreht mich so hoch, bitte. Am Ende reicht es ja nicht mal. Das wäre mega witzig. Ich würde so hart lachen. Ja, 60.000. Oh, Frau, bitte. Ich denke mal, du bist eine Frau. Ja.
Oh, bitte! Ihr habt doch echt eine Waffe. Wieso wollt ihr einen dummen Finger haben? Ist das euer Ernst? Ich brauche den, um fürs Excalibur einzutauschen, aber ihr braucht den doch nicht. Für was braucht ihr den bitte? Das ergibt doch keinen Sinn. Was wollt ihr damit machen? Der an die Wand nageln oder was? Okay, diese Vorstellung gerade ist sehr krank. Ja, wundervoll. Das nächste Weg ist das Haarband, aber das will ich nicht. Wahrscheinlich kann davon noch irgendetwas lernen, aber wisst ihr was? Das ist mir gerade sowas von egal. Ganz ehrlich, das ist ein bisschen zu teuer für mich. Ich habe jetzt nur noch 50.000, das werde ich damit niemals bekommen. So. Dann jetzt schnell zum Luftschiff und hier raus, um dann nach Dauero zu gehen und diesem Typen den dummen magischen Finger zu geben. Was will der eigentlich damit? So, na, wie geht's? Du hast mein Dings bekommen, mein Rattenschwanz, was glaube ich, mein Herz da. Also nicht mein Herz, sondern das Herz von dem Gryphon, ist das viel, glaube ich. Er wird jetzt gegen den Gryphon, habe ich vorhin auch gekämpft. Die sind oben auf dem Kontinent mit Condeapata. Da gibt's die. So, Dauero. Dann begeben wir uns mal ganz schnell, Tim. Oh, ich bin schon gehypt auf Excalibur. Sehr schön. Da haben wir heute ziemlich viel geschafft. Da haben wir echt ziemlich viel geschafft. Ja. Gut. Hallo. Moment. Nee. Hier auf der Insel. Hier auf dieser Insel. Sehr, sehr schön. Gut. Da, jetzt ist die Frage, wo war der Typ nochmal? War der hier? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr. Aber gut, dann finden wir es jetzt schon raus, denke ich mal. Ne, hier war der nicht, oder? Dann gehe ich mal hier hoch. Moment. Ich würde, genau. So. Hallo Waffenschmied. Ne, Waffenladen meine ich. So, der war hier irgendwo, oder? Warst du das? Nee, du warst das nicht. Warst du das? Sag bloß, du benutzt die magischen Finger. Würdest du mir vielleicht schenken? Ja. Recht herzlichen Dank. Was hast du, Opa? Entschuldige bitte. Ich war in meinen jüngeren Tagen ein ziemlich begnadeter Schmied. Aber ihr vernachlässigte Frau und Kinder und verlor sie. Seitdem lebe ich hier. Eines Tages las ich die Berichte über einen gewissen Gogos. Die Miniaturen, die er angefertigt hat, sollen unglaublich lebhaft gewirkt haben. Man sagt, das Geheimnis seines Könnens lag in seinen Fingern. Es ist mir etwas peinlich, aber ich wollte unbedingt eine Miniatur meiner Frau anfertigen. Aber ich denke, ich habe jetzt verstanden. Es sind traurige Finger. Finger, die nicht wussten, was ihnen wichtig ist. Innen, okay. Also ihnen, mit Doppel N, alles klar. Da ist ein 1 zu viel. Was ihnen wichtig ist, und Tag ein, Tag aus nur dasselbe taten. Es sind dieselben Finger wie meine. Erst jetzt in diesem Alter ist mir bewusst geworden, was ich überhaupt für ein Leben geführt habe. Ich möchte zum Dank das ihr überreichen. Ich habe dafür keine Verwendung mehr. Excalibur, sehr schön. Schwert der Schwerter. So, für wen ist das? Ich glaube, das ist für Steiner, oder? Ja, klar. Wie soll das dann auch kriegen? Ja, gut. Dann werden wir Steiner den nächsten Mal ausrüsten. So. Da ist es, Excalibur. Heiliges Ritterschwert trägt Angriffselement Himmel in sich. Sehr schön. Es gibt ja aus Excalibur 2, wie ich schon mal gesagt, aber dafür müsste man das Spiel in unter 12 Stunden durchspielen und... nee, danke. Ich will auch ein bisschen was erkunden. So, was hast du... Was habe ich für einen Rang momentan? D, okay. Da geht noch was. Da geht definitiv noch was. So. Jetzt würde ich sagen, ich habe jetzt ein bisschen Spaß in der Lagune und suche dort meine... Moment, das stimmt gar nicht. Wir haben jetzt noch was zu tun. Wir müssen noch den Schatz bergen. Genau. Dann ist der Part auch vorbei. Aber Moment, ich muss mal kurz an meine Seite mit den ganzen Schätzen aufmachen. Kurze Unterbrechung. So, ich weiß jetzt, wo es den gibt. Okay. Dann würde ich mal kurz dahin fliegen. Es ist hier oben auf diesem Kontinent, also weiter oben hier.
Und ja, ich bin gespannt, was es da gibt. Ich habe aber keine Ahnung, wo die Chocobo-Spuren sind auf diesem Kontinent. Das ist gerade das Ding. Die müsst ihr erstmal finden. Chocobo-Spuren, wo seid ihr? I need you. Also hier irgendwo in der Nähe ist das, der Schatz. Vergraben, hier irgendwo. Jetzt muss ich ja nur die Chocobo-Spuren finden, das ist das Ding. Hier war Condea Pata. Chocobo-Spuren, wo seid ihr? Drüben können die ja schlecht sein, oder? Nope, hier scheinen sie nicht zu sein. Chocobo-Spuren, wo seid ihr? Das ist gerade irgendwie doof. Wo sind die bitte? Ist die hier irgendwo? Ich such die mal ganz schnell. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich sie gefunden habe. Okay, hier sind sie. Direkt hinter dem Sumpf. Mann, bin ich dämlich. Die hätte ich schon so leicht finden können. Wow. Einfach nur wow. Egal. Kiezerkraut. Ist auch unglaublich, wie viel Kiezerkraut man bei diesem Chocobo-Spiel findet. Das ist echt krass. So, der trockene Strand ist es. Gut, das muss jetzt irgendwo hier in der Nähe sein. In der Nähe von... Hier hat er was gefunden. Irgendwo. Moment, ich glaube hier. Ja, haha! Das habe ich an dem Bild gesehen. Sehr schön. Und was ist drin? Phoenix Downer mit mal 9, Phoenix Feder mal 5, Peridot mal 12, Edelfäustling, habe ich den Edelfäustling schon mal gehabt? Keine Ahnung, ich glaube auch schon. Gut, dann würde ich sagen, war es das für den heutigen Part von Final Fantasy 9, wir haben noch Schatz gefunden. Im nächsten Part dann die letzten Schätze und dann finden wir auch heraus, wer der vierarmige Günther in Wahrheit ist. Und dann ist das LP eigentlich vorbei. Zumindest von den ganzen Sidequests da fern. Dann kommt nur aus Finale, dann ist das LP vorbei. Ja, ciao, euer V-Row. Tschüss.